Hier in der Wolfsschlucht in Kassel gibt es jetzt ein extra Impfzentrum für über 60-Jährige und Behinderte. Das liegt ganz einfach daran, weil es in der letzten Zeit einfach zu große und zu lange Schlangen vor den Impfzentren gab, vor allem für die Boosterimpfung. Ich habe eben schon mit einem Betroffenen gesprochen, der sagte, am Citypoint wurde er letzte Woche weggeschickt, weil es erst 5 Monate her ist und hier kann er sich heute ganz normal impfen lassen. Es gibt ein neues System mit sogenannten Wartenummern und das hat mir die stellvertretende Leiterin der Impfzentren hier in Kassel, Martina Pfeffermann, erklärt. Wir haben ein Nummernsystem und jeder, der sich anstellt, bekommt eine Nummer zugeteilt und aufgrund der Nummer können wir ihm dann schon gleich sagen, wann ungefähr der Impftermin ist, sodass man zwischendurch auch noch einen Kaffee trinken gehen kann oder einen Weg erledigen und nicht stundenlang in der Kälte stehen muss. Wir impfen hier mit den beiden mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Und ja, es gibt ausreichend Impfstoff. BioNTech ist im Moment etwas reduziert, aber wir füllen mit Moderna auf und wir haben ausreichend Impfstoff und alle Impfungen sicherzustellen.